Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Und jetzt habe ich den absoluten Kracher für euch. Ich habe eine kurzfristige Einladung bekommen. Die war so kurzfristig, dass ich mich schnell auf den Weg nach Berlin machen musste. Und ich konnte die Star VR One testen auf dem Pressetag von der IFA. Die IFA macht erst morgen offiziell auf. Ich durfte aber heute schon hin und habe für euch die Star VR One getestet. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Voodoo.de und ich zocke für euch immer die neuesten und besten VR-Spiele, teste für euch immer die neueste VR-Hardware und sonntags gibt es immer die VR-Weekly-News. Also, wenn ihr euch für das Thema VR und AR interessiert, dann abonniert mich und ihr verpasst nichts. Wie läuft das Ganze jetzt? Ich werde euch erstmal zeigen, was ich denn an dem Stand, so wie der Stand aussah und was ich da alles, wie die Session aussah und was er mir alles da gezeigt hat. Also einfach so ein bisschen auch Interview. Der hat mir so ein paar Fragen beantwortet, allerdings auf Englisch. Und deswegen wird es danach von mir noch, da werde ich auf die einzelnen Sachen eingehen. Wie war das Display? Wie waren die Linsen? Wie war die Performance? Und all sowas. Da werde ich danach drauf eingehen. Also zieht euch einfach mal rein. Viel Spaß und los geht's. So, jetzt sind wir bei Acer und hinter diesen Wänden wird irgendwo die Star VR One sein und die werden wir nachher ausprobieren und ich bin schon sehr gespannt. Hier ist halt auch alles noch nicht fertig. Hier stehen noch die Hebebühnen rum, aber guck mal, da hinten ist schon Razer auch. Die sind da auch schon fleißig am Basteln und aber ich freue mich natürlich, hier hinten dran zu kommen. Mal gucken, vielleicht kann man ja mal fragen, ob ich schon mal da rein darf, keine Ahnung. Basically, you can see that these are the receiver for the lighthouse. Yes. You can actually feel it if you want to. Okay. It's actually quite light. Oh, it's very light. Exactly. Wow. Cool. How much is it in gram? Well, without the headband, it's actually only 450. 450 grams. Okay. Right. Mm-hmm. And you see the headband itself is actually with a really unique design as well. It's yes. It's actually a one dial three weather kind of adjustment. So when you dial it, it's moving this way, and this way. One dial three weight adjustment. Wow. So it's going to be very, very much easy for people to wear it like this. Wow. Yeah, here and there. Exactly. Three ways. Right. I've never seen it. I've only seen two ways. Exactly. Right. So it's going to, and the weight is actually evenly distributed throughout the whole headset as well as the headband. So the wearability as well as the comfortability, it will be a lot better. Okay. Right. That's great. Give me a second. Sure. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Okay. Yep. Wow, that's a really big lenses. Can I show it? Yep. Wow. Wow, I got the Pimax 8K at home. Okay. And that's even bigger than the Pimax 8K. Pimax is only 170. Yeah, yeah. We're talking about 210. Wow. And where's the IPD is automatically. Inside. Yeah. Wow. This particular demo will not have it going, but on the next demo. Okay. So actually, you'll be able to see it. So is there any connection? So like USB-C connectors or where I have? Yes. It's over here. Oh, it's there. Of course. Right now we have it set to more narrow field of view. So this is actually what you would see in a Viber Oculus, for example. Oh, that's so, that's why the narrow one. Oh, yes. The narrow one, okay. That's why it's more restricted. Uh-huh. So take a look around. Yes, I know the lab. Yeah, I know it. So cool. What I'm going to do next is I'm going to expand to Star VR field of view. Star VR field of view. So you may lose one frame here, so just bear with me. Now wow! Holy shit. Wow! So, and this is just the lab from Steam VR. Cool. One of the things we have announced, we've been talking about the large FOV, and yes. To achieve this, we have two things that we put in action. One, we have designed our optics, mm-hmm. which, as you've seen, are very, very, very large. Yeah, okay. Yeah, it's they very are crystal large. Clear, and yeah, you have yeah.
clarity throughout the entire lens. The other thing that we have is that we have custom AMOLED displays. Wow, that's great. Okay. So the black values and... Better than that. Actually, two things. We have a form factor for the displays, which is matching our lenses. Mm-hmm. So we use 100% of the pixels available in the panels. Okay. Number one. Number two, we had this panel's design with VR in mind. Mm-hmm. One of the reasons why you have screen door effect in VR is because for each pixel, you only have two sub-pixels. Two sub-pixels, yes. You have a green one and you alternate between red and blue. Yeah. Here, for each pixels, you have a perfect triad, RGB triad, three sub-pixels. Wow, colors. Yeah, that's... So that's the reason why we can have very, very accurate colors, whatever is the color we display, and no screen door effect, and pixels are almost invisible. Yeah. So we have... There's no point about talking about the resolution, because the resolution given for the other headset is given based on the number of green pixels there. Mm-hmm. Here, the information I'm going to give you is the number of sub-pixels that we have. Sub-pixels, yeah, yeah. 16 million sub-pixels, okay? That's great. That's yeah. the reason why you have that level of quality. Yeah, yeah. The second thing that we have is that the Star VR is going to be the first mass-produced headset with built-in eye tracking. Yes, as she already told me, and it's... Okay. So here in the Steamy VR experience, we're not leveraging all the cool features that we have in our VR headset because we're using an open VR driver. Mm-hmm. Here, what we're going to show you is what all of our partners and software partners are doing. It's building applications that are natively supporting the Star VR headset. Oh, this is interesting. One more detail about the displays. So we are the only wide field of view display that are running at 90 Hertz. 90 Hertz? Yes. Yeah. Cool, okay. So both displays are running at 90 Hertz. So are these two cables or? Yes, this is correct. We have two USB-C cables. Two USB-C cables? Well, yeah, there's a lot of data going there. Yeah, because two large panels. Wow. Two USB-C cables. But because we're targeting enterprise market, we've been working with NVIDIA on new VR SLI mode. Mm-hmm. So there is a new SLI mode called Dual Input VR SLI, based on the Star VR headset. Oh, so okay. I can use two of the two ATTI, is it possible? Think of real SLI as you plug your cable or your headset in one GPU. And you try to leverage the other GPU, but the increase in terms of performance is from 10 to 30%, depending on your applications. With that new mod, you have one GPU per eye. So here, we have the best pixel quality and the best pixel density. And you see here, it's blurred. It's like in the real world. Now I'm going to put the headset on. Yeah. That's so great. And it's no latency, it's going to the right spot instantly. The setup is a Lighthouse 2. So we have here Steam VR 2.0 tracking sensors. So it supports the new base stations, mm-hmm. but the existing one. And it will support any Steam VR tracking device. Uh-huh. And it will support every equipment as well, so as the coming the Knuckles controller and stuff. Yeah? Great. Great. And the full body tracking and vibe trackers and all the stuff. But we have two versions of the headsets. Yes, the one I know we're presenting here is the one called Star VR 1. Star VR 1. But we have another version which is called Star VR 1 XT. Mm-hmm. The difference between the two headsets is the faceplate and the type of tracking we're supporting. Okay. Here we're supporting Steam VR tracking. Uh-huh. And the other one we have built-in LED markers made for optical tracking solutions. Uh-huh. You know, such as FacePace, ART, OptiTrack. OptiTrack. Mm-hmm. Okay. Okay. So it's great. More for different type of use cases. Uh-huh. Okay. So whatever is you need, we have the headset. Yeah, ready. Yeah. And the controllers are the Wave controllers. Okay. The resolution, what was it? 16 million subpixels. 16 million subpixels? Yes. Okay. But because we have a proprietary pixel alignment, it's difficult to compare apples with apples. Uh-huh. We've communicated the resolution, but I'm inviting you to look at the detailed information that we've provided after the announcements two weeks ago. Yeah, yeah. So we can clearly understand how our technology works. Uh-huh. IPD is automatically... Here you will see it in action. Mm-hmm. How long is the cable? So, good things. Here, 95 centimeters. Uh-huh, 95 centimeters, so okay. You can plug in a backpack. Uh-huh. Okay. Oh, cool, with a mobile... Yep. Cool. And then you have 5 meters. 5 meters, okay, yeah.
great. Connections, sound is... sound? Is it, where is it? Your connector. With your connect, oh, it's not integrated no, audio? But okay. We have accessories okay. for this. Because it's commercial, it's not everyone who needs to have yeah, it. Yeah, of course. And there are, you have talked about more versions. So if I'm at home, I'm a hardcore gamer, is it possible for me to buy it or is it not possible? We will not restrict consumers to buy it. Okay. We will not restrict them. Not restrict them. And. Can you tell a price range of this? No. We haven't yet communicated okay. about it. Okay. Is it over or under 3,000 euro? I'm not going to communicate any information. Okay, I understand. Hey, let's try. Yes. Okay, so first, when you put the headset, you will notice a red line with the crosshair. Yeah. It's just a positioning guide to make sure that the headset's properly positioned on your head. So keep your head still and move the headset with your hands until it becomes green, and then... Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das da so abging, wie war die Location und so. Und ja, jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Ich habe natürlich auch danach ein bisschen mit denen gesprochen und so einzelne Punkte habe ich dann vergessen gehabt während dem Spielen. Da habe ich dann gefragt, ja, kann ich die eben nochmal ausprobieren? Ich muss noch das und das testen. Also das war also ein bisschen abgehackt, deswegen... das, was ihr jetzt gesehen habt, war noch nicht alles, aber es ist auch egal, ich werde nämlich jetzt auf die einzelnen Punkte eingehen. So, wir schauen uns erstmal das Design an von dem Ding. Da muss ich, also das ist natürlich immer so eine Ansichtssache, aber da muss ich sagen, mir gefällt die nicht so geil vom Aussehen her. Weiß ich nicht, das ist Geschmackssache. Für mich sieht die eher aus wie so ein Prototyp von der Vive irgendwie damals. Wisst ihr noch, wo dann diese ganzen Dinger da dran waren und so. Gefällt mir nicht so gut. Da muss ich sagen, gefällt mir die Pimax ein bisschen besser. Aber ich glaube, das ist so ziemlich das Unwichtigste von allem. Wir können das Ding auch gerne mal von der Seite gucken. Hier hat der Kollege mir das extra schön hingehalten, damit ich da Fotos machen kann. Ist nichts wahnsinnig Aufregendes. Also klar, hier diese Form da mit dem geschwungenen Halterung da, das sieht ganz cool aus, aber ansonsten ist das einfach nur so ein Kasten halt. Ne? Ist Geschmackssache, wie gesagt, so sieht das Ding aus, aber das erzähle ich euch nichts Neues, das kennt ihr vielleicht schon, habt ihr vielleicht schon gesehen. So sieht das aus. So, und jetzt zum Thema Komfort, da zeige ich euch nochmal das gleiche Bild wie gerade, weil da sieht man sehr schön etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Ihr seht, da oben drüber ist dieser Knopf zum Drehen hinten und normalerweise kennen wir das ja so, dass an den Seiten dann, wenn du das drehst, an den Seiten wird dann das so zusammengedrückt. Aber bei der Star VR wird auch oben das Teil, also das seht ihr da genau hier oben drüber halt, da kann man das auch, wenn wir das drehen, dann geht das an drei Punkten, wird das zusammen reingezogen und das bedeutet natürlich, dass wir wirklich so sauschnell die richtige Position gefunden haben. Also da muss man nicht viel dran rumfrickeln und da sieht man natürlich dann auch, dass das wirklich für Arcades gedacht ist. Also du setzt es auf, zack, zack und es ist sofort fertig. Du musst hier oben nicht dran rumfrickeln oder so. Das sitzt halt einfach genau an deiner Kopfform. Und das Interessante ist, sogar mit meinen, ihr wisst ja, ich habe so einen komischen Alien-Kopf, den muss man mal ganz weit rausdrehen. Und selbst mir hat das Ding gut gepasst. Also es war hinten sehr bequem, hier überall sehr bequem und das Gewicht ist sehr gut verteilt. Also ich kann das durchaus vergleichen mit der HTC Vive Pro. Da gab es natürlich auch richtig gutes, also da kann man halt wirklich richtig gut mit zocken, das ist komfortabel und so. Also da muss ich wirklich sagen, das ist sehr krass. Und vom Gewicht her, ihr habt gehört, das Ding wiegt 450 Gramm ohne das ganze Krempel obendrauf. Und es war aber auch wirklich sehr, sehr leicht. Also das Ding ist wesentlich leichter als die HTC Vive Pro und das wundert mich halt. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Vom Komfort wirklich sehr abgefahren. Also ich hatte gar keine Probleme und ich habe danach auch nochmal so ein bisschen angestrengt, um zu gucken, ja, wie ist das jetzt? Wird man da
ermüdend oder irgendwas. Nee, das sitzt gut, das passt gut, sehr komfortabel. Ja, und zum Thema Setup, da muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil das ganze Ding unterstützt einfach ganz normal die SteamVR-Umgebung. Das bedeutet, die Lighthouse Base Stations an die Wände anbringen, konfigurieren, die Room-Scale-Area einrichten und ab geht's. Ich hatte auch ganz normal die Vive-Controller in der Hand, also das ist überhaupt kein Thema. Und die haben mir dann halt auch am Schluss gesagt, dass auch alles, was zukünftig kommen wird, supported wird. Also wenn da die Knuckles kommen, dann können wir das auch alles da einbauen. Natürlich gar kein Thema, ganz normal SteamVR. Ja, und natürlich auch eine sehr wichtige Sache, das Display und der Screen-Door-Effekt. Weil wir haben ja gehört, dass die StarVR One nicht so die krasse Auflösung haben wird. Die haben mir die Auflösung so nicht direkt gesagt. Also die haben mir gesagt, 16 Millionen Subpixel. Ja, und immer wenn man sie nach der Auflösung fragt, dann sagen die, ja, kannst du im Internet gucken. Das fand ich interessant. Also wir haben, so wie es aussieht, eine Auflösung von 1830x1464 pro Auge. Was sagt uns das? Ja, das ist weniger als die alte StarVR hatte. Und man hat beim Hingucken so, also man hat es nicht viel gesehen. Also du siehst die Pixel, aber es ist nicht so wie bei der HTC Vive Pro oder der Samsung Odyssey. Also du siehst sie definitiv weniger. Und das finde ich sehr interessant, weil die haben mir auch erklärt, die haben dann immer so 3 Subpixel und so, dass die alles so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen PSVR-Effekt, dass das so ein bisschen verschwimmt und so. Und das hat sehr guten Effekt. Also das kaschiert diesen Screen-Door-Effekt so ungemein, dass das wirklich richtig cool ist. Und vom Verschwimmen her, also ich habe natürlich auch mal getestet, das so hin und her, das verzieht auch gar nicht. Und das hat mich halt schon beeindruckt, ne? Weil ihr wisst ja, ich habe alle möglichen Brillen schon getestet und so. Und dafür, dass das nicht so die krasse Auflösung hat, finde ich das schon wirklich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen, das Display. Natürlich muss man auch dazu sagen, es ist ein AMOLED. Das bedeutet, wir haben natürlich das beste Display, was man überhaupt haben kann. Zum Vergleich, die Pimax hat nur ein LCD-Display. Ne? Das bedeutet, das ist natürlich von den Schwarzwerten her. Ich habe natürlich mir extra schwarze Stellen angeguckt, wobei diese Demos eigentlich eher so im Hellen waren. Und dann habe ich irgendwie mal so ein paar schwarze Stellen gesucht und dann habe ich gemeint, was machst du denn da? Ich so, ja, ich will den Schwarzwert sehen. Und dann die, oh ja, läuft. Und dann, das will ich mir natürlich angucken, weil ich auch so ein Fan von dunklen Spielen und Horrorspielen bin. Deswegen ist das für mich natürlich sehr wichtig. Und da punktet natürlich dieses OLED-Display extrem, ne? Im Gegensatz zu einem LCD-Display. Da haben sie halt keine Kosten und Mühen gescheut und haben dann dieses RGB-Stripe-Subpixel-Display eingebaut. Sehr, sehr krasser Scheiß ist das. Sehr, sehr heftig. Kann ich nur positiv bestätigen. Jetzt in die Linse reinfilmen durfte ich jetzt nicht. Also da müsst ihr mir verzeihen, dass ich da jetzt nicht so einen Screenshot aufnehmen konnte, aber das kann ich euch ja auch so sagen, das war wirklich cool. Das Display, sehr, sehr geil. So, Freunde der Südsee, und jetzt kommt etwas, was mich massiv vom Hocker gehauen hat. Da bin ich fast geplatzt, ey. Die Linsen, leck mich doch fett. So was Geiles an Linsen habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben und warum andere das nicht hinkriegen, aber diese Linsen, Wahnsinn, du hast ein Field of View, da haut es dich einfach um. Du siehst, wenn du ganz genau hinguckst, höchstens noch an der Seite diese schwarzen Streifen, also eigentlich siehst du sie gar nicht mehr. Hier siehst du sie halt noch ein bisschen, wobei du auch hier schon vertikal 130 Grad hast und horizontal 210 Grad und das ist halt das, was die Brille komplett ausmacht, das haut dich wirklich um. So, und das ist nicht das Einzige. Ich habe mir natürlich auch angeguckt, wie sieht es aus mit God-Ray-Effekten und dem Sweet Spot. So, God-Ray-Effekte, wie auch immer sie es hinbekommen haben, siehst du gar nicht. Höchstens, wenn du versuchst, ganz genau wirklich es zu erzwingen, also wirklich so eine weiße Schrift auf schwarz, dann siehst du vielleicht so eine ganz mini-kleine Ausfransung, aber da musst du dich drauf konzentrieren, um das überhaupt zu sehen. Also God Rays, auch absolut geil. Da siehst du nichts. Und Sweet Spot, genial. Ziehst du auf,
und läuft. Also da musst du nicht viel hoch, runter, links, rechts und so. Das funktioniert hervorragend, Sweet Spot. Aber da kommen wir natürlich auch noch zum Thema Foveated Rendering. Das habe ich nämlich auch getestet. Und der absolute Kracher, was wirklich jetzt noch erstaunlicher ist, diese Linsen haben keinerlei Distortion. Distortion ist ja das, was Pimax im Moment versucht in den Griff zu bekommen, ne? Dieses Verzerren an den äußeren Rändern. Das wisst ihr, dass die Pimax das Problem hat. Das ist auch nicht unter NDA, das haben die ja auch schon öffentlich gepostet. Da ist Pimax jetzt dran und diese Linsen hier, die haben keine Distortion. Alles ist mega scharf, nichts ist verzerrt und das ist das, was ich eigentlich nicht so glauben konnte während dem Gameplay. Deswegen nach dem Anspieltermin habe ich nochmal gesagt, nee Leute, sorry, aber lasst mich nochmal eben da dran, das muss ich jetzt mir nochmal angucken. Und da habe ich wirklich nochmal massiv so die Augen sogar so zur Seite gedreht. Da ist keine Verzerrung, keine Verzerrung. Und ich habe dann nur so gedacht, so, what? Also hat mich erstaunt, das sind die besten Linsen, die man ever haben kann. Das kann ich euch garantieren. Und ihr seht ja auch schon, wie groß die sind. Guckt euch das mal an. Es ist Wahnsinn, wie groß die sind. Und hier sieht man auch ganz gut dieses Nasenteil. Da kommt auch kein Licht rein. Ne? Und da gibt es auch nicht viel Licht reinzukommen, weil du sowieso das ganze Sichtfeld verdeckt hast. Also mit dem Gameplay. Da kannst du halt wirklich dich komplett in VR reinversetzen. Der absolute Kracher. Die Linsen, die sind der Blast von diesem Ding. Das kann ich euch garantieren. Ja, und zum Thema Spiele, da braucht man natürlich auch nicht viel zu sagen. Es ist SteamVR. Das heißt, es werden alle Spiele supported, die SteamVR supported. Also alle. Bedeutet natürlich auch, wir können dann Revive benutzen und können dann halt auch die Oculus-Spiele zocken. Das ist absolut kein Thema. Solange man SteamVR-Support hat, geht natürlich dann auch alles. Das Einzige, was man beachten muss bei diesen ganzen speziellen Sachen, zum Beispiel dieses Foveated Rendering, das zeige ich euch gleich noch, da muss man natürlich speziellen Spiele-Support haben. Das heißt, die Spiele müssen darauf angepasst werden, damit das funktioniert. Alles andere, die Spiele, die ihr sowieso kennt, funktionieren halt auf ganz normale Art und Weise auf der StarVR One. Zum Thema Erweiterbarkeit, da haben wir hier auch eine Win-Situation und zwar wieder, wir haben SteamVR und zwar Lighthouse 2 Support und so. Und was bedeutet das? Habe ich natürlich extra nachgefragt, aber war auch eigentlich schon vorher klar. Wir können jegliches Equipment nutzen, was du mit der Vive nutzen kannst. Das heißt, wir können Full-Body-Tracking machen, wir können die Vive-Tracker benutzen, wir können zum Beispiel diesen Hyper-Blaster benutzen, wir können die Knuckles-Controller werden wir benutzen können. Das hat er mir auch explizit bestätigt, wenn die rauskommen. Und die StarVR One mit den Knuckles-Controllern, ich glaube, das ist der absolute Blast. Das würde ich natürlich dann auch sehr gerne mal ausprobieren. Aber zum Thema Erweiterbarkeit 1A, alles, was ihr euch vorstellen könnt, wird natürlich dann supported, weil wir ja natürlich so auch die Steam-Controller haben. Das heißt, jegliches Equipment, wo man auch diese Steam-Controller reinstellen kann, funktioniert natürlich dann auch damit. Das gleiche zum Thema Tracking. Brauchen wir auch nicht viel drüber zu sagen. Lighthouse-Tracking 2.0 konnte ich jetzt natürlich auch nochmal testen. Habe ich ja auf der Gamescom schon, aber jetzt konnte ich es auch nochmal testen. Das ist absolut gar kein Thema. Überhaupt keine Zuckung, perfektes Tracking und ja, selbst auf den Messekonditionen, wo ja wirklich ganz viel Störstrahlung und weiß der Geier ist, hat das wirklich gut funktioniert und da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Es gibt allerdings auch die StarVR One XT, die hat halt spezielles Arcade-Tracking und zum Beispiel dieses Opti-Track-System und da müssen wir halt dann auch, da müssen wir halt wissen, da gibt es manchmal Probleme, ne? Wenn du halt Warehouse-Scale machst, das ist noch nicht unbedingt so alles optimiert und das ist natürlich dann eine andere Sache. Aber das Lighthouse-Tracking, wenn ihr euch dafür interessiert, die Brille heißt dann einfach nur StarVR One ohne den Zusatz XT. Das ist dann die Lighthouse-Version. Zum Thema Performance, da kann man natürlich so noch nicht so viel zu sagen. Also ich habe jetzt auf der StarVR mal einige Sachen getestet, zum Beispiel halt auch The Lab. Und das hatte einen Rechner drin mit einer normalen 1080 Grafikkarte. Ja, also keine TI, eine normale 1080. Und es ist butterweich gelaufen. Ne? Also so, dann habe ich ein paar, ja, also The Lab konnte ich halt ausprobieren.
zum Beispiel. Und noch so eine andere Erfahrung, wo wir dann halt in so einem Auto drin gesessen haben. Und das hat nicht geruckelt. Ne? Das ist wirklich massiv geil gelaufen. Allerdings muss man sagen, dieser Rechner, wo dieses Foveated Rendering gearbeitet hat, der hatte, das war ein, ich weiß nicht wie viel Euro, das war ein 15.000 Euro Rechner, glaube ich. Der hatte zwei, diese Quattro, diese Grafikkarten, die eher für Industrie gedacht sind, drin, im SLI-Verbund. Dazu aber gleich noch mehr. Und das ist natürlich schon eine krasse Scheiße. Da kann ich euch natürlich nicht sagen, wie wird das später mit der 1080 Ti oder vielleicht mit der 2080 Ti laufen. Das weiß ich leider noch nicht. Das, was ich gesehen habe, ist butterweich gelaufen, auch auf einer 1080er Grafikkarte. So, und wie ich gerade schon erzählt habe, SLI. Und das hat mich wirklich erstaunt. Wir haben ja von dem neuen Anschluss gehört und alles, aber dass das jetzt wirklich passiert. Ich konnte live sehen, guckt euch mal die beiden Anschlüsse an. Das sind zwei Kabel, die zur Stavi A1 führen. Und beide sind USB-C, das ist dieser Connector, den ihr da seht, die kann man dann zusammenstecken. Und da geht ein Kabel USB-C in eine Grafikkarte und das andere in die andere Grafikkarte. Das heißt, jedes Auge wird von einer Grafikkarte berechnet. Ist das geil oder ist das geil? Ich konnte es eigentlich nicht glauben, aber ich habe es gesehen. Da waren die zwei Grafikkarten drin und in jede ist ein Teil und deswegen ist das natürlich auch so massiv flüssig gelaufen. Also ihr könnt tatsächlich, so wie es aussieht, SLI benutzen, solange das natürlich von den Spielen supported wird. Und wenn jetzt die 2080er rauskommen, dann wird es sicherlich einige Hersteller geben, die das dann integrieren. Es ist Wahnsinn. Es ist richtig cool, dass das geht. Und da wird sich vielleicht der ein oder andere überlegen, soll ich vielleicht doch zweimal die 2080 Ti bestellen für lächerliche 2400 Euro? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, so sieht der Anschluss aus und SLI VR wird supported. Hitzeentwicklung. Habe ich das Ding auf, fühle ich mich dann schlecht. Also ich habe, sage ich mal, eine Session so 10 Minuten am Stück und da ist mir nicht aufgefallen, dass ich da kaputt gehe unter der Brille. Also ich sag mal so, ich fühle mich da genauso wie unter der HTC Vive Pro. Ich habe da keine Probleme mit. Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt da einige Stunden zu zocken. Das habe ich natürlich jetzt auf der Messe nicht gemacht. Also ich kann euch jetzt natürlich keinen Langzeittest mit Hitzeentwicklung oder so geben. Aber die Zeit, die ich da verbracht habe, da habe ich mich wohl unter der Brille gefühlt und könnte mir halt vorstellen, dass man da auch wirklich länger mit zocken kann am Stück. Tja, jetzt kommt was sehr Interessantes, und zwar das Thema IPD-Anpassung. Jetzt denkt ihr, ist ja jetzt nichts Besonderes, haben ja viele VR-Brillen. Aber die hat tatsächlich schon automatische IPD-Anpassung mit diesem Eye-Tracking. Ja, also wir haben in der Brille halt dieses Eye-Tracking und du setzt die Brille auf, dann kommt so ein Kalibrierungsprogramm, dann musst du das Headset erstmal so aufsetzen, das ist richtig geil. Du kriegst so eine Hilfe. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist so eine Linie und in der Mitte ist so eine kleine Auskerbung. Und diese Linie müsst ihr auf eine schon aufgemalte Linie bringen, sodass sie nicht mehr rot, sondern grün leuchtet. Das heißt, ihr müsst halt so eine Grafik in eine andere Grafik reinsetzen. Und zwar, indem ihr euer Headset so auf den Augen positioniert. Das heißt, Du hast auch gar nicht die Chance, das Headset falsch anzuziehen. Du ziehst es definitiv richtig an, weil halt immer diese Kalibrierung kommt. So, und dann hast du diese Figur auf die vorgefertigte Figur gebracht, dann leuchtet es grün und dann wird der IPD gemessen, der Augenabstand. Das dauert eine, zwei Sekunden oder so und dann merkst du richtig und dann geht das halt auf die richtige Position und dann siehst du auch deinen IPD-Wert eingeblendet. Jetzt kommt aber das Komische an der Sache. Das Ding hat gesagt, ich hätte einen IPD von 62. Der Optiker hat gemessen, ich habe 60. Warum das so ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, ob da noch irgendwas, ob der Optiker jetzt falsch liegt oder die Star-VR-Kalibrierung, keinen Schimmer. Auf jeden Fall hatte ich keine Probleme mit dem Sichtfeld. Ne? Weiß ich nicht, vielleicht schwankt der Wert auch so ein bisschen zwischen den einzelnen Kalibrierungsmethoden, kann ich nicht sagen, fand ich aber ein bisschen komisch. Ne? Wie gesagt, während dem Zocken hatte ich keinerlei Probleme mit dem
IPD-Abstand. Aber richtig cool. Automatisch, weißt du, du hast den ganzen Zauber nicht mehr. Du musst dir nicht Gedanken machen, als Entwickler, blende ich das jetzt ein oder ist die Schraube unten drunter richtig und was auch immer. Setzt es auf, tust die richtig aufsetzen, sodass die Linie übereinander stimmt und zack, kriegst du den richtigen Wert. Genial. Ein Thema, was bei der Star VR jetzt gar nicht so uninteressant ist, ist das Thema Kabellänge. Warum? Und zwar haben die da auch schon ein bisschen mitgedacht. Du kannst das Kabel an einer bestimmten Stelle auseinanderziehen. Das heißt, du hast einen Teil, der direkt aus dem Headset kommt, der ist 95 cm lang. Warum ist das so? Und zwar, weil diese Brille auch für mobile Rucksack-PCs gedacht. Das heißt, die 95 cm kannst du dann einzeln nehmen und hinten in den Rucksack reinführen. Genial mitgedacht. Und der Rest vom Kabel, der dann wirklich, den kannst du dann zusammenstecken. Das heißt, du hast die 95 cm plus 5 Meter Kabel. Das heißt, du hast knapp 6 Meter Kabel. Aber es ist halt wirklich auch ein dickes Kabel, das muss man sagen. Es ist halt ein Doppelkabel, weil halt wirklich zwei USB-C-Anschlüsse in diese Brille reingehen. Das war durchaus dick, das Kabel. Das muss man halt durchaus beachten. Aber die Idee ist genial, das in zwei Hälften zu teilen, sodass du Rucksack-PCs nutzen kannst. Ziemlich cool. Zum Thema Anschlüsse, da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Diese Brille hat... Das Einzige, was die Brille hat, ist halt diesen Anschluss für den Sound und für Kopfhörer. Das bedeutet, es ist kein integriertes Audio drin. Das haben die extra gemacht, weil das halt für Arcades ist. Die Arcades haben anscheinend lieber ihre eigenen Headsets, auch wegen Hygiene und sowas. Deswegen hat die Star VR keine integrierten Kopfhörer. Das ist natürlich für Heimanwender definitiv ein negativer Punkt. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da musst du halt wirklich, es hat einen Klinkensteckeranschluss und da musst du dein eigenes Headset dran anschließen. Viele finden das wahrscheinlich geil, weil sie gerne ihr eigenes benutzen. Ich hab's halt lieber, wenn eins integriert ist. Das ist halt ein Punkt, der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Sonst gab es anscheinend keine Anschlüsse. Also ich habe da, ich habe die gefragt, was kann man anschließen? Und die haben gemeint, den Audio und dann halt diese zwei USB-C-Anschlüsse. Aber die sind ja für die Brille und nicht für externes Zubehör. Von daher Klinkenstecker. Das Thema Mobilität, da gibt es natürlich auch keine Punkte für die Star VR One, weil logischerweise, das ist der Technik geschuldet, das Lighthouse-System schraubst du nicht einfach mal irgendwo ab und machst es woanders dran. Klar, wenn du jetzt hier so Ständer hast, wo du das dann dran machen kannst, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber mobil ist diese Brille definitiv nicht. Es sei denn, du hast natürlich einen Rucksack-PC und dann bist du zumindest mobil und hast nicht das Kabel mehr. Ne? Aber trotzdem, du kannst die Brille nicht einfach zum Kumpel mitnehmen und da aufbauen. Das ist nicht möglich, aber da sieht man natürlich auch wieder, ist es klar, für Arcades gedacht. So, und jetzt eine ganz interessante Sache. Wir haben ja schon so oft von dem Thema gehört, Foveated Rendering. Und es war für mich immer so ein Blablabla, Foveated Rendering. Ja, da kann so viel Performance gespart werden und das Eye-Tracking, das scannt... deine Augen und das wird alles ohne Latenz und so übertragen. Und jetzt konnte ich es endlich selber mal testen. Die haben eine App gehabt, die hat das schon integriert gehabt, das Foveated Rendering. Das heißt, ich konnte das testen und es ist maximal abgefahren. Ihr seht auf dem Bild jetzt diesen roten Kreis und das war der Bereich, der in voller Auflösung gerendert wurde. Alles andere war unscharf, sage ich mal, oder nicht in so hoher Auflösung gerendert. Und dieser rote Punkt, der ist die ganze Zeit hin und her gesprungen, und zwar genau dahin, wo ich meine Augen hatte, ohne jegliche Verzögerung. Und das ist wirklich krass. Also das bedeutet natürlich, wir können wirklich immens Performance sparen, weil das wirklich gut funktioniert. Und mir war das halt nicht klar. Ne? Ich habe immer gedacht, hey, wie soll das so schnell scannen? Aber es geht. Es geht. Du guckst dahin und genau gleichzeitig geht dieser Kreis, den siehst du halt in die richtige Richtung und zeigt dir dann den Bildausschnitt, wo du gerade hinguckst, in hoher Auflösung an und du kriegst es ja gar nicht mit, weil wenn ihr mal jetzt guckt, das menschliche Auge hat ja sowieso diesen Effekt. Ich habe jetzt
ich weiß nicht, wie groß dieser Punkt beim menschlichen Auge jetzt ist, aber wenn ich mir jetzt hier so an der Seite mein Hotelzimmer angucke, das ist ja auch nicht scharf. Ne? Also nur dieser eine Punkt hier vorne ist scharf und das wird halt 1:1 in VR umgesetzt und das funktioniert affengeil. Das war mir gar nicht so klar. Foveated Rendering, genial. Ich hoffe, das wird noch in mehreren Brillen eingesetzt. Ja, jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage, Leute, aber ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, einen genauen Preis haben die mir nicht genannt. Ich habe auch wirklich alles versucht. Ich habe versucht, Fragen durch die Hintertür zu stellen, ob das unter einem bestimmten Betrag ist oder nicht. Keine Chance. Niemand von StarVR hat die Anweisung, auch nur irgendwas darüber zu verraten. Aber wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass das Ding sehr teuer wird. Ich habe ja auch mal gefragt, wie kann das denn sein, dass es hier Foveated Rendering, Eye-Tracking, dass es ein OLED-Display gibt und so. Und die Antwort von StarVR war, wir haben bei dieser Brille keine Kompromisse gemacht. Und so sieht es aus. Was bedeutet das, keine Kompromisse? Das bedeutet, dass das Ding teuer wird. Das kann ich euch schon sagen. Also immer wenn du mit dem Preis ankommst, dann sagen die sofort, ja, das ist für Arcades und das keine Kompromisse und alles. Das soll alles vom Besten sein. Und anhand dieser Aussagen könnt ihr euch schon vorstellen, das Ding wird teuer. Das wird nicht für 2000 Euro zu haben sein. Wahrscheinlich auch nicht für 3000, ist meine Meinung. Ich kann mich ganz schwer täuschen, aber alles, was sie gesagt haben, läuft darauf hinaus, dass diese Brille sehr, sehr teuer wird. Aber, tja, das war, glaube ich, einigen klar, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, Leute. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Ich habe wirklich alles versucht, keine Chance. Ja, zum Thema Verfügbarkeit. Zum Preis noch eben, der soll dieses Jahr noch bekannt gegeben werden. Mehr haben sie nicht gesagt. Verfügbarkeit, was meine ich damit? Wir haben ja schon öfter die Aussage gehört, es ist für Arcades, es ist für Unternehmen. Aber ich habe jetzt nochmal, wir wissen es eigentlich schon, aber ich habe es jetzt nochmal explizit gefragt. Wenn ich einen dicken Geldbeutel habe und ich bin zu Hause, ich bin ein einzelner Gamer und ich habe die Kohle, darf ich mir das Ding denn dann bestellen? Ja! Ja, Leute, ihr dürft das Ding bestellen. Die haben keinerlei Anweisung, das nur an Unternehmen zu verschicken. Ihr könnt das an eine ganz normale Privatadresse schicken lassen und habt dieses Ding dann zu Hause und habt die völlige Verfügbarkeit von allen Spielen, die es gibt, mit allen möglichen technischen Schnickschnack, die es heutzutage zu bieten gibt. Keine Distortion und gar nichts. Ne? Ihr könnt das Ding bestellen, aber gleich zum Fazit dann natürlich alles. So. Ihr habt viel jetzt erfahren. Alles, was ich rauskriegen konnte, habe ich für euch erfahren. Was ich leider jetzt nicht getestet habe und nicht testen konnte, war für Brillenträger, ob das da geeignet ist. Da habe ich jetzt leider so nicht das Gefühl für, weil ich halt keine dabei hatte und da war auch niemand, der eine Brille hatte. Habe ich jetzt nicht. Also es gibt auf jeden Fall keine Einstellung, wo du das nach vorne und hinten machen kannst. Ne? Also das muss euch im Klaren sein. Das heißt, es könnte vielleicht bei dicken Brillen Probleme kriegen. So, das ist die Sache. So, was sage ich darüber, Leute? Das, was ich da gerade gesehen habe, hat mich maximal geflasht. Das ist das Beste, was ich in VR jemals ausprobiert habe. So, Punkt. Ohne Scheiß, das Beste an dieser Brille sind die Linsen. Kein Hersteller auf diesem Planeten hat es hingekriegt, mit so breiten Linsen, mit einem horizontalen Sichtfeld von 210 Grad und einem vertikalen von 130 Grad, so ein scharfes Bild ohne Distortion, ohne Verzerrung hinzukriegen. Wahnsinn! Es ist einfach Wahnsinn. Die haben auch gesagt, die haben allein schon 2,5 Jahre daran gebastelt, an diesen Linsen. Das soll schon einiges heißen. Das heißt, die Brille ist schon sehr, sehr lange in Mache. Wahnsinn. Also, das hat mich am meisten geflasht. Wenn ihr mich fragt, was hat mich am meisten geflasht? Das Field of View.
Ne? Das Display, okay, das ist auch geil, das ist aber jetzt nichts, was einen so vom Hocker reißt, dass ich jetzt sagen würde, das ist mega viel besser als die Vive und die Odyssey, also die Vive Pro und die Odyssey, weil die Vive Pro und die Odyssey haben ein sehr gutes Display, die haben ein OLED-Display und da ist die Farben auch schon gestochen scharf. Und das kann ich jetzt von der Star VR auch behaupten, die hat ein sehr, sehr gutes Display. Natürlich auch eine höhere Auflösung als die Vive Pro. Du hast, wenn du ganz genau hingeguckt hast, also vielleicht ganz genau, dann könntest du die Pixel noch sehen. Aber so jetzt beim Zocken habe ich wirklich gesehen, da siehst du auch keine Pixel mehr. Das ist wirklich geil, obwohl die Auflösung jetzt nicht das Heftigste ist, was wir in VR kennen. Da kennen wir zum Beispiel bei der Pimax, die hat eine höhere Auflösung von den Displays her. Ja. Sehr gut gelungen, muss man schon sagen. Die Kompatibilität ist natürlich genial, weil wir Steam VR Support haben. Alle Spiele, die da drauf laufen, laufen auf der Star VR One. Alle. Das heißt, wir können natürlich auch Skyrim, Fallout, Doom VFR, die ganzen Oculus-Spiele über Revive und so. Das ist überhaupt gar kein Thema. Auch was das Support von dem Zubehör angeht, genial. Hast du Full-Body-Tracking, kein Thema. Performance ist eine Sache, da müssen wir uns noch drüber im Klaren werden. Die normalen Spiele laufen alle, sogar auf einer 1080, habe ich ja gesehen. Aber wie ist es natürlich mit diesem ganzen High-End-Zeug, diesem Foveated Rendering und so? Das soll ja eigentlich das werden natürlich dann Spiele sein, die extrem geile Grafik haben. Also diese Demo, die ich gesehen habe, die hatte so dermaßen gestochen scharfe Grafik. Das habe ich in VR noch nicht erlebt. Allerdings geht das nur mit Foveated Rendering, ne, dieser kleine Bereich. Und bei diesem Rechner hatten sie auch wirklich einen Extremrechner für über 10.000 Euro. Deswegen weiß ich natürlich nicht, wie wird das dann mit einer 2080 Ti laufen und Foveated Rendering. Kann ich euch nicht sagen. Das müssen wir dann irgendwann mal gucken, falls ich mal... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Brille jemals zu Hause habe. Ne? Aber das ist eine Sache, die... ist sehr interessant. Aber alle Spiele, die so ganz normal für die anderen Brillen auch rauskommen, die kann man hervorragend ohne jegliche Verzögerung oder ohne jegliches Stottern oder Frame-Drops mit der Star VR One zocken. IPD-Anpassung genial, ne, da hast du auch überhaupt gar kein Problem. Setzt es auf, wird automatisch gescannt, da hast du auch keinen Zauber mit. Bequem ist es allemal und du kannst es halt schnell aufsetzen. Drehst es und sowohl oben der Strap als auch an der Seite die Straps werden sofort automatisch angepasst. Anschlüsse USB-C, alles super. Und ja, ihr seht schon, eigentlich alles durch die Reihe, was ich jetzt erwähnt habe, außer vielleicht das Audio, das hat mir nicht so gepasst, ne? Dass wir kein integriertes Headset haben. Das fand ich nicht so geil. Aber alles andere ist wirklich das... von jeglicher Hinsicht das absolute Optimum, was man rausholen kann derzeit. Ne? Ich kann bestätigen, was die Entwickler gesagt haben, da ist man keine Kompromisse eingegangen. Da ist die modernste Technik in jeglicher Hinsicht drin. Ne? Das müsst ihr euch mal reinziehen, Eye-Tracking, der ganze Kram. Und das wird bedeuten, ich kann es nur noch mal jetzt zum Ende vom Video sagen, das wird nicht günstig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich müsste mich wirklich komplett täuschen, aber das wird nicht günstig. Glaube ich nicht. Ich glaube an einen Preis über 3.000 Euro. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch einen sehr guten exklusiven Eindruck von der Star VR One vermitteln. Ihr wisst, das Ding hat noch nicht jeder getestet, vor allem nicht in Deutschland. Ich wüsste zumindest im Moment keinen. Von daher hoffe ich mal, dass ich euch was Gutes tun konnte und wieder einen schnellen Eindruck vermitteln konnte und auch einen ausführlichen. So sieht's aus. Das war die Star VR One VR-Brille vom Voodoo.de getestet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo, weil ihr kriegt bei mir immer den neuesten Kram vorgestellt. Und falls ihr euch für normale PC-Spiele interessiert, ich habe auch einen Non-VR-Kanal, der ist unter dem Video verlinkt und da könnt ihr auch noch die neuesten PC-Spiele sehen. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal in der virtuellen High-End-Realität. Haut rein, ciao! Voodoo.de